willkommen zurück zu einem neuen Video. Neuer Tag, neues Video. Im Moment schaffe ich leider dieses Daily nicht ganz daily, aber ich bin bemüht, jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen. Und heute ist ein komischer Tag, denn diese Kamera, die ich in der Hand halte, mit der werde ich heute das letzte Mal filmen. Das ist irgendwie voll komisch, denn diese Kamera begleitet mich schon fast von Anfang an. Und ja, im letzten Video habe ich noch erzählt, dass ich die jetzt austauschen möchte gegen eine Kamera, die ein integriertes Gimbal hat, die 4K aufnimmt. Also das heißt, demnächst werden dann 4K-Videos kommen. Ihr dürft euch wirklich auf Videos in 4K freuen. Allerdings weiß ich noch nicht, wann ich diese neue Kamera kaufen werde. Ob ich die jetzt online bestelle oder ob ich dann doch lieber in den Mediamarkt oder Saturn fahre und die dort hole, wegen der Garantie und so. Und ja, deswegen habt noch ein bisschen Geduld. Oh mein Gott, das wird so spannend. Ich freue mich so krass auf die Kamera. Ich zeige euch mal eben, mit welcher ich gerade jetzt noch filme. Jetzt gerade eben filme ich mit der Canon Legria. Super kleine Kamera. Das Geile an der ist, man kann einfach in Läden gehen und filmen, ohne dass es direkt ersichtlich ist, dass du eine Kamera in der Hand hast. So sieht die aus. Super kleine Kamera, schwenkbares Display. Macht Spaß, nimmt super Ton. Aber es wird jetzt Zeit für die nächste Stufe. Und ich freue mich drauf. Ich muss die Kamera jetzt noch verpacken. Das Problem ist, also versandfertig machen. Das Problem ist, ich habe noch kein Päckchen. Deswegen werde ich jetzt mal rüberfahren, den Toni besuchen und mal gucken, ob die da drüben ein Päckchen haben, in das ich die reinpacken kann. Übrigens kommen die Woche auch wieder Stativvideos, denn ich habe mein Stativ wieder. Letzte Woche konnte ich das nicht machen, da das Stativ letzte Woche im Auto am anderen Ende von Deutschland unterwegs war. Aber jetzt ist es wieder bei mir. So, also auf Stativ, ich nenne sie Stativvideos, ihr dürft euch wieder drauf freuen. Das Krasse daran ist ja, ich habe ja gesagt, na mal gucken, wie schnell die Kamera auf eBay rausgeht, wenn ich die reinstelle zum Versteigern oder beziehungsweise zum Sofortkaufen. Und ich habe die reingestellt und innerhalb von einem Abend ging die schon direkt raus. Das ist voll krass. So schnell geht es echt selten auf eBay. Ja, auf eine Art bin ich glücklich und auf der anderen Art aber schon ziemlich traurig. Ist schon ein Stück Geschichte, was da verschickt wird. Aber gut, was wollen wir machen? Gehen wir mal gucken, was hier los ist. Ich habe übrigens extra die Jogginghose angelassen. Warum werdet ihr jetzt sehen? Okay, Glück gehabt, die kriegen gerade Futter. Da lassen sie mich jetzt in Ruhe, die beiden. Hier ist der Rest von der Bande. Hallo! Hallo! Oh, mit den Augenproblemen. Das sind die kleinen Katzenbabys, die ich euch vor einigen Wochen noch als ganz, ganz klein gezeigt habe. Der genießt. Der genießt. Oh, ist der süß. Ist der süß. Da hinten sind ganz kleine noch. Haben schon wieder Nachwuchs. Umgeschmust. Wieder zu Hause. Na? Na? Hast du geschlafen?
Pauli. Ich bin wieder zu Hause und habe für den Versand jetzt ein passendes Schächtelchen. Das müsste reichen. Gott sei Dank hatten die drüben was. Ich bin gerade am Laptop und habe geguckt, das Geld für die Kamera wurde noch nicht überwiesen. Das heißt, ich kann heute noch chillen und muss die heute noch nicht verpacken. Ich zeige euch jetzt mal die DJI Osmo Pocket, die Kamera, die ich mir für die Lekria hole. Das ist die DJI Osmo Pocket. Für die Lekria bekomme ich jetzt 350 Euro und diese Kamera kostet 359 Euro. Mit dieser Kamera bekommt ihr dann 4K-Videos. Ach, ist das nicht cool? 4K. Das Geniale ist, das hier ist das Schwenk, also das Gimbal, von dem ich geredet habe, wo die ganzen Videos dann alle schön in Waage bleiben. Also dieses hier ist dann nicht mehr. Und hier ist das kleine Display. Man kann das Ganze allerdings auch noch aufrüsten. Ich denke mal, ich werde auch das Zubehörset für 40,30 Euro oder 40 Euro kostet das holen. Weil das ist einfach echt cool. Da kann man diese Kamera wie eine GoPro nutzen und. Ich kann es euch immer zeigen. Das ist das Zubehörset. Das kostet 35,99 und wir haben hier drin eine Kameratasche. Das weiß ich gerade leider nicht. Das weiß ich auch nicht. Das sind irgendwelche Halterungen für irgendwas. Das sieht aus wie für den Skihelm oder generell ein Helm. Das ist die Handyhalterung. Also man kann das Handy an die Kamera anschließen und das Display vom Handy als Display nutzen. Das ist verdammt cool. Also man kann das Display von der Kamera, von der Kleinkamera, mit dem Handy-Display erweitern. Das ist der Standfuß, quasi ein Stativ. Das ist auch irgendeine Befestigungsschraube. Das ist, glaube ich, weiß ich nicht, irgendwas zum Laden? Bin mir nicht sicher, was das ist. Das sieht auch aus wie irgendein Stativ oder irgendwas. Das ist natürlich so ein Brustgurt, wo man die sich vorne dran schnallen kann. Das ist auch irgendeine Helmerweiterung. Also es gibt wirklich so coole Erweiterungen für diese Kamera, die ich mir auf jeden Fall unbedingt auch holen möchte. Es ist gerade 17.30 Uhr und ich glaube, ich streame noch ein bisschen, denn ich habe gerade mega Lust zu streamen. Das macht mir gerade so unglaublich viel Spaß. Also, falls ihr zuschauen wollt, dann schaut auf Twitch vorbei. Name blende ich euch jetzt ein. Es macht mir gerade unglaublich viel Spaß. Wir haben ja schon immer auf YouTube gestreamt, aber da war das irgendwie immer anstrengend. Weil man musste so viel vorbereiten und auf Twitch ist das alles so viel benutzerfreundlicher. Also ich muss kein, zum Beispiel auf Twitch muss ich kein Thumbnail mehr machen. Was mir schon erstmal 15 bis 20 Minuten dann vorher, vor dem Streamen wegnimmt. Ich kann auf Twitch die Benutzeroberfläche einfach viel, viel besser anpassen als auf YouTube. Ich kann besser Dinge verlinken, auf die ich euch hinweisen möchte. Die komplette Benutzeroberfläche ist viel einfacher gestaltet vom Aufbau her. Also ich muss mich nicht erst durch Seiten klicken, um live zu gehen. Das ist so cool und das macht so einen Fun, auf Twitch zu zocken. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Ich streame jetzt und nehme euch morgen nochmal mit durch meinen Tag. So, es ist der nächste Morgen. Es ist soweit, ich muss mich von meiner geliebten Kamera verabschieden, denn die Zahlung ist über Nacht gekommen. Das heißt, ich verpacke die Kamera jetzt und dann muss ich zur Post. Ja, aber jetzt wechsle ich die Kamera erstmal. Ich filme jetzt weiter mit der Canon PowerShot G5X. Und jetzt kommen wieder meine super coolen... Ich muss das verpacken, ich kann aber nicht verpacken, deswegen verpacke ich das jetzt irgendwie Künste zum Vorschein. Oh Gott, ich hoffe, es sieht dann zum Schluss halbwegs gut aus. Falls du der Empfänger sein solltest und das jemals sehen solltest, es tut mir leid, wirklich, es tut mir leid. Also besser kriege ich es echt nicht hin. Das ist für mich schon eine Meisterleistung. So, ich ziehe mich jetzt um und dann bringe ich das Paket weg. So, ich war jetzt bei der Post. Jetzt ist die Lekria weg. Das ist ein total komisches Gefühl. Wie gesagt, diese Kamera hat mich so lange begleitet. Aber
jetzt ist es Zeit für was Neues. Ich hoffe, wie gesagt, ich kann die andere schnell holen. Oder ich komme schnell dazu oder habe schnell die Gelegenheit. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich bestelle oder vor Ort im Markt kaufe. Schwierig, schwierig. So, ich bin jetzt am Lidl und werde noch ein paar Kleinigkeiten holen. Und dann geht es wieder nach Hause. Ich habe jetzt im Lidl nur eine Paprika geholt und ein bisschen Hackfleisch und Käse. Und ich mache mir jetzt Mittag. Es ist zwar gerade mal... Oh, es ist gerade mal 10:15. Ich kann noch ein bisschen warten. So, ich mache jetzt Mittag um 10:30. Egal. Ich mag ja frühes Aufstehen echt gerne. Ganz aus dem Grund, also so aufstehen zwischen 7 und 8 vielleicht, finde ich optimal. Weil heute bin ich 7:30 aufgestanden, habe in aller Seelenruhe gefrühstückt, habe mich in Ruhe im Bad fertig gemacht, habe meine Erledigungen gemacht. Ich bin jetzt mit dem, was ich für heute so erstmal vorhabe, komplett fertig. Das heißt, wir haben immer noch Vormittag, ich bin fertig mit allem und ich habe immer noch den ganzen Tag vor mir. Das heißt, ich könnte heute auch zum Beispiel noch Bewerbung schreiben, die ein oder andere, weil ich immer noch Zeit habe. Wenn ich zum Beispiel um 10 aufstehen würde, wäre es jetzt, wenn ich mit allem fertig bin, sicherlich schon um 1, um 2. Und deswegen mag ich frühes Aufstehen eigentlich total gern. So, ich mache, ja, wie gesagt, gerade Mittagessen um 10:30. Aber egal, was fertig ist, ist fertig. Von der Pfanne, die ich mache, da mache ich das Hackfleisch rein, da mache ich Bohnen rein, da mache ich die Paprika rein. Dann habe ich noch Mais und Champignons, genau. Von der Pfanne kann ich 1-2 Tage essen. Und zu teuer ist es eigentlich auch nicht. Boah, die Zwiebeln. Boah. Gut, ich melde mich bei euch. So, ich habe gegessen. Ich bin jetzt satt. Jetzt werde ich das Video für euch schneiden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Video wieder rein. Mal gucken, was ich da machen werde. Lasst doch gerne einen Kommentar da oder ein Abo. Abonnieren ist kostenlos. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr das nächste Mal, wenn ein Video online geht, sogar eine Benachrichtigung. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss!